die Spannung steigt. Oh, wer wird gewinnen? Herzlich willkommen zu einem neuen Video Clash of Clans. Heute wieder bei mir, dem Dancer. Und heute geht es um die Auslosung des Gewinnspiels. Ja, es gab ja die 1200 Gems zu gewinnen zu dem 100 Abonnenten-Special und mittlerweile ist die Zahl schon groß gestiegen. Jetzt am Montag hat die Auslosung stattgefunden und heute habe ich die E-Mail weggeschickt. Naja, und ihr seht ja schon, es geht um die Gems, die Juwelenkiste, immer wieder einen Augenschmaus zu sehen, die 25 Gems dort kostenlos einsacken zu können. Ja, und wer der Gewinner ist, das seht ihr jetzt sofort und dabei wünsche ich euch viel Spaß und deswegen schalten wir jetzt um auf den Desktop. Wir sehen uns gleich. Ja, da sind wir. Jetzt hier auf dem Desktop beim 100 Abonnenten Special. Ihr seht hier direkt vor mir das Video, das 100 Abonnenten Special und das 1200 Gems Giveaway. Ihr habt es geschafft, 320 Likes zu erreichen. Dafür schon mal ein Daumen nach oben, richtig geil von euch und ich habe mich auch sehr gefreut über die vielen Kommentare, zum einen zum Beispiel, dass sich mehr Videos gewünscht werden über Clankriege, über Live-Clankriege, nur über Angriffe, vielleicht mit Musik hinterlegt. Ich habe probiert, da schon so ein bisschen was von umzusetzen, aber in Zukunft wird da auf jeden Fall noch mehr kommen. Bei Rathaus 9 Speedbuildings hier zum Beispiel, da muss ich auf jeden Fall nochmal schauen, ob das möglich ist, denn ich habe ja einen Rathaus 10 Account und ja, mal gucken, ob ich vielleicht Videos mache mit dem Rathaus 9 Account, mit dem Rathaus 10 Account dann und dann quasi benutzt man ja nur einen Teil der Gebäude. Aber das alles kommt dann später und jetzt geht es um die Gewinnerauslosung. Dafür haben wir hier ein Programm, da kopieren wir mal einmal den Link. Und zwar den YouTube Random Comment Picker. Der zeigt mir, jetzt kann ich hier die Comments laden, der zeigt mir direkt, okay, wir haben 26 einzelne Leute gefunden und wir können jetzt hier einen Gewinner picken, nämlich einen Random Gewinner. Das kann man hier, da kann man sehen. Ja, und das machen wir jetzt auch und kurz vorweg, der Gewinner wird dann von mir benachrichtigt per Nachricht, entweder auf YouTube oder wie ich ihn auch sonst immer erreichen kann. Und das Ganze kommt dann, schiebe ich dann hier gleich noch im Video hinterher, das schneide ich dann noch mit rein, sodass ihr dann noch sehen könnt, dass derjenige eben benachrichtigt wurde. Wenn das ein Comment ist, der die Anforderungen nicht erfüllt, das heißt, wo kein Like drauf ist und wo kein Wunsch drin ist. Manche haben ja zum Beispiel auch nur sowas geschrieben und haben sich jetzt nicht speziell was gewünscht und wollten auch gar nicht teilnehmen. Dann picken wir einen zweiten Gewinner. Beziehungsweise wir picken so lange einen Gewinner, bis es einen gibt, der gewonnen hat. So, die Spannung steigt. Oh, wer wird gewinnen? Und gewonnen hat Le Dator. Er wünscht sich eine Google Play Card und er wünscht sich mehr Videos zu Tunnel 8er Angriffsstrategien. Ja, super. 308er Angriffsstrategien werden dann auf jeden Fall auch kommen. Und herzlichen Glückwunsch, Dator. Du hast die Google Play Card, die 10 Euro Google Play Card, beziehungsweise die 1200 Gems gewonnen. Das ist im Grunde das. Die kannst du dann dafür einsetzen. Glückwunsch dazu. Und dann schalten wir jetzt direkt um zum E-Mail-Programm. Ja, nun ist es soweit. Hier ist der liebe Dator und die E-Mail ist bereits eingerichtet. Den Code könnt ihr hier selbst sehen, der wird natürlich jetzt schon eingelöst sein von dem lieben Dator, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, sodass der auf jeden Fall die 1200 Gems auch bekommt. Und herzlichen Glückwunsch nochmal von mir aus. Ja, und dann schicken wir die E-Mail dann jetzt auch mal ab. Und wir sehen uns direkt wieder bei Clash of Clans, da geht's dann jetzt weiter und wir quatschen noch ein wenig über das, was jetzt ja auch in Zukunft kommt. So, da sind wir wieder im Dorf und ja, ihr habt ja schon gehört, das neue Update steht kurz bevor und zwar geht es da ja um die Freundschaftsspiele, dass man im Clan auch sich gegenseitig angreifen kann, ohne dass man Truppen verliert. Das führt natürlich dazu, dass dann bestimmt auch trainiert wird für einen Clankrieg und dass diejenigen, die sehr, sehr viel Zeit in das Spiel investieren, einen Vorteil haben. Aber falls ihr es schon gesehen habt, auch auf anderen Channels, es gibt dann wahrscheinlich auch neue Upgrades. Also ich habe gesehen und gelesen, dass da zum Beispiel der Lavahund Level 4 kommt, dass die Ballons Level 7 kommen
und dass auch ein neuer dunkler Zauber mit dazukommen soll. Schaut euch das gerne mal an. Auch bei einem anderen YouTuber hier, bei einem der Großen, da seht ihr das dann auch. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis dahin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir wieder fürs Zuschauen, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, die nächste Marke ist ja die 250 Abonnenten-Marke. Sobald die erreicht ist, starten wir das nächste Gewinnspiel, wie versprochen. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Macht's gut, ciao.